Süßen. Jo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, zuallererst wollte ich... wollte ich ein kleines Dankeschön aussprechen für eure nette Anteilnahme. Und ja, ich wollte jetzt wieder durchstarten mit den Videos. Und danke, dass ihr mir treu geblieben seid. Ja, und heute wollte ich euch ganz kurz was über die Ausschabung erzählen. Ich habe zur Verstärkung den kleinen Mann dabei. Und ja. Da, genau. Also wie ihr wisst, hatte ich ja meine Ausschabung nach der Fehlgeburt. Und zwei Tage danach, du bist da auf meinem Gesicht. Zwei Tage danach bin ich ja dann ins Krankenhaus mit Einweisung. Ja. Es war eigentlich ganz unspektakulär. Ich bin da rein und ja, ich hatte dann ein Zimmer bekommen und ja, eine ganz nette Schwester und ich bin morgens aufgestanden, ich hatte die Nacht gar nicht richtig geschlafen, ich glaube morgens um 6 musste ich da sein, morgens um 7 und ich hatte die Nacht schon gar nicht richtig geschlafen, weil ich so aufgeregt war und traurig und alles halt zusammen war ich dann da und ja, es war alles so unwirklich und je näher ich der Klinik kam, desto trauriger und aggressiver wurde ich, weil ich wurde auf einmal richtig sauer und wusste gar nicht warum. Also das war echt irgendwie doof. Das denke ich mal, waren auch die Hormone. Ja, und dann ja, kam in das Zimmer und ja, Papa, du siehst ihn gerade, ne? Ja, und dann hatten wir auch eine ganz nette Schwester, die hat mir dann so eine Tablette dann auch gebracht und so ein Zäpfchen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Zäpfchen dafür da, um den Muttermund weicher zu machen, um das der sich öffnet. Genau. Und die Tablette war für ja, das Allgemeine, also für eine Beruhigung. Und ja, es hieß, dass man von den Zäpfchen wehartige Schmerzen bekommen könnte. Das war bei mir aber nur ganz leicht, also wie ganz leichte Menstruationsschmerzen. Und durch die Beruhigungstablette, glaube ich, hat man da eh nicht so viel mitbekommen. Ja, ich wurde dann auch relativ schnell müde und ja, so richtig getrauert im Krankenhaus habe ich jetzt nicht. Ich war nur so halb da irgendwie und eigentlich wollte ich das gar nicht und irgendwie wusste ich aber, dass das auch sein muss. Ja, und dann haben wir halt gewartet, weil es waren noch ein paar Leute vor mir und ja, kurz bevor ich dann in den OP geschoben wurde, also abgeholt wurde, ist mein Freund dann halt los und hat sich was zu trinken besorgt. Ja, und hätte mich beinahe verpasst, wo sie mich dann abgeholt haben, da war ich erstmal richtig sauer, weil ich habe ihn dann echt nur noch auf Flur erwischt, wo er mir dann entgegenkam. Ja, klar. Und ja, dann war ich im Vorbereitungsraum und ja, die Frau, die mich dann sozusagen vorbereitet hat für die OP, war gar nicht so einfühlsam. Ich meine, klar, da ist man dann schon etwas abgehärtet, wenn man das jeden Tag sieht, aber ich denke, gerade in dem Beruf ist es sehr wichtig, ein bisschen Einfühlungsvermögen zu haben. Du bist total aufgeregt, guck mal hier, nimm das. Ja, und die meinte dann, naja, sie sind ja jung, sie haben ja schon Kinder und sie können ja noch welche bekommen und ja, stell dich mal nicht so an. Und ich habe halt total geweint auf dem Weg nach unten und im Vorbereitungsraum habe ich auch total geweint. Und ich habe ein bisschen Angst vor OPs, muss ich sagen, obwohl ich schon einige hinter mir habe, aber es ist halt doch immer wieder ein Eingriff. Und ja, dann war ich halt traurig, weil ich wusste, sie nehmen jetzt mein Baby sozusagen. Und obwohl, glaube ich, der größte Teil eh schon weg war, aber allein die Vorstellung hat mich halt total kirre gemacht. Und dann habe ich Beruhigungsmittel bekommen und
ja, dann habe ich so eine Nadel gesetzt bekommen an dem einen Arm. Und da habe ich aber schon gesagt, an diesem einen Arm werden sie nicht viel Glück haben, weil da habe ich keine guten Venen und das wollte sie mir dann auch glauben. Und ja, dann hat das auch nicht funktioniert. Und dann hat sie doch den anderen Arm genommen und ja, sie meint dann, sie möchte nicht mit mir diskutieren. Oder sie möchte nicht mit mir reden, weil ich doch sehr genervt wäre. Und ich meinte dann, dass es nicht an mir liegt, sondern am Personal. Ja, und ja, das ist auch das Einzige, was ich davon noch weiß. Dann bin ich eingeschlafen und als ich aufgewacht bin, dachte ich, wir haben immer noch einen Vorbereitungsraum, aber ich war schon fertig. Und ja, ich wurde dann nach oben in mein Zimmer geschoben. Ich habe dann wohl noch einige Zeit geschlafen und die Ärzte waren dann noch da und die Schwester, die erste Schwester, die mich den ganzen Tag mal betreut hatte, also die ganze Zeit, den ganzen Vormittag, war dann auch wieder da und mein Freund war da und die waren eigentlich alle ganz lieb und nett zu mir, nur ich bin aufgewacht und war total böse, aggressiv, will ich schon fast sagen, und ich wollte einfach gar nicht von niemandem angesprochen werden und von niemandem angefasst werden. Und mein Freund war kurz davor schon zu sagen, ey, ich gehe jetzt nach Hause, wenn er jetzt so weitermacht, weil ich war echt nicht mehr lieb. Ich war so sauer, weil er nicht da war, wo sie mich abgeholt haben. Und im Nachhinein weiß ich ja, dass er nichts dafür kann, aber ja. Wie so ein Eingriff genau abläuft, kann ich euch nicht sagen. Also, ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass die da halt reingehen in die Gebärmutter mit so einer Art Löffel und das halt den Rest von dem kindlichen Gewebe und so, dass das halt ausschaben, also wegmachen. Ja, und danach blutet man noch ungefähr 8 Tage, 7 Tage. Ich glaube, so in etwa war das bei mir. Und dann ist das auch schon wieder gut. Das muss auch bluten. Weil es ist ja sozusagen eine Wunde. Ja. Ich bin dann selbst nach Hause gefahren. Also es war nur eine Tagesklinik. Ich wollte am Abend wieder nach Hause. Ich hätte auch schon früher gekonnt, aber ja, mir ging es einfach psychisch nicht so toll. Und dann bin ich nach Hause gefahren und meine Mama hat ja den ganzen Tag auf die Kinder aufgepasst. Und normalerweise ruht man sich dann aus und nimmt sich einfach mal Zeit für sich. Aber ich bin gleich wieder in die Vollen gegangen und habe mich hoch mit meinen Kindern ins Spielzimmer gesetzt und habe mit denen gespielt und gar nicht weiter dran denken wollen. Und am Abend ging es mir dann nicht so toll. Da habe ich dann auch viel geweint. Und ich bin zur Apotheke gegangen und habe mir zur Beruhigung dieses Baldrian für die Nacht geholt. Da habe ich einen 3D genommen, da ging es mir dann auch schon besser. Da konnte ich dann wenigstens nachts mal schlafen. Und bis jetzt habe ich auch keine weiteren nehmen müssen. Ja, und genau an dem Tag, wo die Diagnose kam, dass ich mein Baby verliere, das habe ich noch gar nicht gesagt, wie das abgelaufen ist. Und zwar war ich beim Zahnarzt gewesen, weil ich Zahnschmerzen hatte. Ich hatte eine Zahnfleischentzündung. Und dann, wo ich fertig war mit der Behandlung, bin ich auf Toilette beim Zahnarzt gegangen. Und da habe ich gemerkt, da ist Blut in der Hose. Es war nicht viel, es war auch eher bräunlich. Und weil der in derselben Stadt war als mein Frauenarzt, bin ich dann halt zum Frauenarzt gegangen und habe ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, es könnte sein, dass mit der Schwangerschaft was nicht stimmt und ob ich schon sowas im Gefühl habe. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt nicht so besonders. Aber den Abend davor hatte ich richtig dolle Schmerzen, aber im gesamten Bauch. Also richtig stechende Schmerzen, als würde einem jemand ein Messer in den Bauch stechen und würde von oben nach unten so durchziehen. Es war richtig unerträglich. Ich konnte nicht mehr atmen und ich musste mich auch flach hinlegen. Und ab dem Zeitpunkt, sagt mein Freund, wusste er schon, dass was nicht stimmt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es sich im ganzen Bauch so schmerzhaft anfühlt. Ich habe gedacht, das ist wie Unterleibsschmerzen oder Wehenschmerzen oder sowas. Aber es war im ganzen Bauchraum
so ein stechender Schmerz. Ich rede gerade ein bisschen durcheinander, aber ich muss mich an alles erinnern. Ja, genau, dann hat er mich untersucht und dann ist er mit so einem Tupfer rein und hat halt, das fand ich ein bisschen, ja, nicht einfühlsam, aber er hebt dann halt so den Tupfer hoch und er war voller Blut und sagt, ja, es blutet jetzt schon ganz schön und das ist wohl ein Abort. Das heißt, wohl Missed Abortion, also ein früher Abgang und passiert sehr häufig aus verschiedenen Gründen, keine Ahnung, warum auch immer. Und ja, dann hat er einen Ultraschall gemacht und da war die Fruchthöhle auch nicht mehr da und ja, ja, also wie gesagt, warum es passiert, keine Ahnung. Und, ja. Die Zeit zu Hause war nicht so schön. Ich habe mich versucht, mit vielem abzulenken und habe es immer wieder weggeschoben, den Gedanken daran, an unser Sternchen. Und teilweise war es dann aber ganz schlimm, wenn mir irgendwie mal, weil die Hormone halt noch nicht da waren, wo sie davor waren, weil die Hormone waren ja immer noch auf schwanger. Wenn mir da mal übel geworden ist oder so, hatte ich halt direkt diesen Input im Kopf von, ja, hast es ja verloren. Und dann kamen diese Schübe, also richtig schmerzhafte Trauerschübe. Und die sind schlimmer, also solche seelischen Schmerzen sind schlimmer als körperliche, finde ich. Also es ist echt, ich hätte mit dem Kopf durch die Wand springen können, so schlimm war das. Also wünsche ich wirklich niemandem. Oder es war bei ganz banalen Sachen, wenn ich Pipi musste oder so, weil mich das halt daran erinnert hat. Oder ja, einfach Sachen, die einen daran an die Schwangerschaft erinnern, das konnte ich halt einfach nicht. Und dann das erste Mal einkaufen war blöd. Wenn ich habe da teilweise Schwangere gesehen und habe mir so gedacht, oh, geht doch alle weg. Und ich bin jetzt nicht sauer geworden oder so, aber teilweise Leute haben mich angeguckt, so von, was ist mit der Frau los? Die läuft hier rum wie ein Geist. Ich sah halt auch nicht so blendend aus. Und naja, ich hatte den Fehler gemacht und habe mir ein H&M schon so eine Schwangerschaftshose gekauft. Und ein T-Shirt. Und das habe ich direkt am nächsten Tag abgegeben. Und ich hab einfach nur gehofft, hoffentlich spricht mich niemand drauf an. Ja, dann war ich dann im Geschäft und habe das zurückgegeben und habe mich auch irgendwie noch entschuldigt dafür, für die Umstände. Und dann hat die Verkäuferin gefragt, ja, warum, wieso, hat es nicht gefallen. Und ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt und habe gesagt, das brauche ich nicht mehr. Ja, hat sie gemeint, dass sie leid tut. Und ja, in dem Moment war ich aber einfach nur sauer, weil sie einfach gefragt hat. Weil ich habe mir in dem Moment gedacht, man muss doch nicht mehr nachfragen bei solchen Sachen. Wenn eine Schwangere oder in dem Fall nicht mehr Schwangere Umstandsmode zurückgibt, warum fragt man danach, warum? Warum sie es zurückgibt? Ist unnötig, aber ja, war vielleicht auch gar nicht böse gemeint. Ich habe mir dann eine Hebamme gesucht, weil auch wenn man eine Fehlgeburt hatte, habt ihr einen Anspruch auf eine Hebamme. Wie jemand, der halt ganz normal sein Kind bekommen hat. Das wollte ich nochmal, ja, so reinwerfen. Und ja, die hat mir nicht wirklich geholfen, weil ich bin jetzt nicht so streng gläubig und sie hat halt irgendwas mit, ja, Gott und ja, sowas hat man, ich gucke gerade mal. Aber ich habe das Buch gar nicht hier drin. Auf jeden Fall habe ich mir dann ein Buch gekauft, was ich von einer anderen YouTuberin gesehen habe. Also die hat das auch empfohlen, die hat auch eine Fehlgeburt. Und das heißt In Liebe empfangen und dennoch gegangen. Und da kann man so ein bisschen was über Fehlgeburten, Totgeburten und so weiter nachlesen. Entschuldigung. Und das hat mir sehr geholfen, da ein bisschen mich da reinzulesen und warum sowas passiert und ob die
ob das Kind schon vorher eine Seele hatte oder nicht, oder beziehungsweise hat ein Kind schon eine Seele, wenn es im Mutterleib ist, oder bekommt es die erst, wenn es geboren wird. Und es wird ein bisschen, ja, es wird zwischenmenschlich darauf eingegangen und nicht nur Fakten, 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 so viele Fehlgeburten passieren und deshalb passieren sie, sondern ja, es ist, hat sehr Fingerspitzengefühl, das Buch ist echt gut geschrieben und das kann ich auch jedem empfehlen. Es hat 18 Euro gekostet. Ja, im Buchladen, in Liebe empfangen und dennoch gegangen, ist echt ein schönes Buch. Ja, das hat mir sehr geholfen und in Facebook verschiedene Gruppen und da kann man sich mit ganz vielen lieben Menschen austauschen, denen es genauso geht. Und ich hatte ein Problem zu trauern oder die Trauer zuzulassen, weil ich einfach gedacht habe, ich bin eine Mama mit 4 Kindern und ich habe jetzt ein Baby verloren und es war ja noch nicht so groß und manche Mamis verlieren ihre Babys viel, viel später oder wenn sie schon groß sind, dann müssen es tot zur Welt bringen und haben noch nie ein lebendes Kind gehabt oder so und habe mir so gedacht, ey, es gibt so viele verschiedene Formen und ja, ich bin die Letzte, die jetzt trauern darf. Ich darf es einfach nicht, hat mein Kopf gesagt, weil es einfach zu viele Leute gibt, denen es schlechter geht. Und das, ich habe mir auch gedacht, dass ich mich nicht beschweren darf, weil ich ja nun mal schon 4 gesunde Kinder habe. Und ja, da in den Gruppen wurde mir halt gesagt, dass ich schon das Recht habe zu trauern. Und dass es, egal wie viele Kinder man hat, es immer schlimm ist, wenn man ein Baby halt verliert. Ja, und dann ein paar Tage später habe ich mir dann zum Andenken, weil wenn man ein Kind geboren hat, dann stellt man ja auch Fotos auf. Oder wenn man ein Kind lebend geboren hat, dann hat man es halt, ne, neben sich, so wie ich jetzt. Und ich wollte halt irgendwie auch eine Stelle haben, wo ich hingehen kann. Oder wenn man stirbt, dann kann man zum Grab gehen. Und dann kann man da trauern. Und ich habe in Facebook und Instagram Bilder gepostet. Ich habe so einen kleinen Altar gemacht. Und da habe ich so einen kleinen Pinguin, ich habe so eine kleine Box gekauft. Und da habe ich das Ultraschallbild reingeklebt und habe so ein kleines Tüchlein reingelegt. Und da habe ich so einen Pinguin draufgestellt und so eine Skulptur, wo eine Hand, also eine erwachsene Hand, so ein Baby hält. Und davor habe ich so eine Kerze gestellt. Und von der Hebamme habe ich Blumensamen bekommen, die ich im Sommer im Blumentopf ausstreuen möchte. Und das soll mich halt daran erinnern, dass das Baby bei lieben Gott ist und da über eine Blumenwiese rennen kann. Das fand ich eine ganz schöne Idee. Ja, und ja, jetzt geht es mir schon etwas besser. Wir schauen in die Zukunft und ja, momentan denken wir nicht daran, nochmal neu schwanger zu werden. Und gerade weil es so frisch ist und ja, wir jetzt auch noch andere Probleme haben, wohnungstechnisch. Ich weiß nicht, ob ihr das in Facebook mitbekommen habt, aber ja, da gibt es einige Probleme. Wir müssen uns eine neue Wohnung suchen, weil es hier einfach nicht mehr tragbar ist. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und ich wünsche euch noch nachträglich ein frohes Neues und ich hoffe, dass ihr die Weihnachtstage gut überstanden habt und reichlich beschert worden seid. Ansonsten werden jetzt wieder mehr Videos von mir kommen. Ja, das nächste Video, ich weiß jetzt noch nicht, wann es kommt und worüber es handeln wird, aber ja, bestimmt wird es auch ganz toll und ich freue mich, wenn ihr mir weiter treu bleibt. Bis dahin. Ciao.